Wir werden nun eine besondere Pausengestaltung erleben. Ihr habt es ja sicher auch schon an den Tischen gesehen. Die Volkstanzgruppe Edelweiß feiert ein ganz besonderes Jubiläum. Es ist sehr, sehr selten, dass eine Tanzgruppe so ein würdiges Alter hat und in diesem Fall 80 und jung geblieben. Gott sei Dank. Und jung und energiegeladen, weil das Tempo, was die Edelweißer auf das Parkett legen, das muss man erst einmal schaffen. Eine Besonderheit haben wir dazu noch zu bieten. Wir hatten letztes Jahr bei der Eröffnung die Klagenfurter Fahnenschwinger. Diesmal sind sie bewusst später dran. Es gibt nämlich eine Verbindung und diese Verbindung heißt David Verdinig. Er ist wirklich die Werbung für den Volkstanz. Man bleibt einfach jung und agil, auch wenn man jenseits der 90 ist, noch in der Lage, Fahnen zu schwingen und mitzutanzen. Denn er ist derjenige, mit Sicherheit der längst dienende Volkstänzer im Land, Anfang der 50er Jahre eingetragen in den Landestrachtenverband und immer noch aktiv. Und er tanzt eben seit Jahrzehnten bei der Volkstanzgruppe Edelweiß und hat die Klagenfurter Fahnenschwinger gegründet. Diesmal haben sie sogar das Vergnügen, musikalisch live unterstützt zu werden, denn die Volkstanzgruppe Edelweiß verfügt über eine wunderbare Musikgruppe, den Kärntner Klang. Sei es die Musikgruppe, sei es die Volkstanzgruppe Edelweiß, sie stehen unter der Leitung von Roman Andrejcic. Und wir freuen uns jetzt zunächst auf die Darbietungen der Fahnenschwinger nach dem Kärntner Liedermarsch. Stefan Treudl, bitte komm mit deinen Mannen. Thank you.
Fahnenschwinger für diese Einlage und der Eröffnung der Hausgestaltung.